weltmeisterliche Momente in der Alten Oper. Die deutschen Fußballweltmeister zu Gast beim Sportpresseball, inklusive Blitzlichtgewitter, emotionalen Rückblicken und großen Gefühlsoffenbarungen. Also es war schon unglaublich, das Gefühl. Also man musste sich auch selbst am Tag danach noch kneifen und hat sich in die Augen geschaut, ist es wirklich passiert? Also bei dem Tor von Mario Götze, da sind mir auch spontan sofort die Tränen in die Augen geschossen und man... Schon auf dem Platz? Ja, auf dem Platz. Und man musste das tatsächlich noch unterdrücken und musste noch ein paar Minuten abwarten, bis es dann tatsächlich über die Runden gebracht wurde. Und dann gab es kein Halten mehr, glaube ich, für alle Beteiligten. Wenn man im Hotel gesessen ist und die Reaktionen aus Deutschland gesehen hat bei den Fans, da hat man auch immer Emotionen gespürt und Gänsehaut gefühlt. Das war auch immer auch unser Ziel, dass wir die Leute wieder glücklich machen können, dass wir die Fanmeilen wieder voll machen können. Und ja, natürlich waren wir dann umso glücklicher, als wir die Pokale auch mit nach Deutschland bringen konnten. Glanz und Glamour schon auf dem roten Teppich vor der Alten Oper. Vom ehemaligen beinahe Bundeskanzler bis hin zu Reality-Soap-Sternchen waren sie alle gekommen. Unter dem Motto Eine Nacht für Deutschland zum 25. Jahrestag des Mauerfalls. Emotionaler Höhepunkt aber natürlich der Auftritt von Bastian Schweinsteiger und Co. zur Ehrung zum Sportler mit Herz 2014. Die deutsche Nationalmannschaft hatte im vergangenen Sommer schließlich nicht nur die Herzen aller Fußballfans im Sturm erobert, sondern gerade nach dem Halbfinal-Kantersieg und der Deklassierung von Gastgeber Brasilien Herz bewiesen. Auch die Bilder danach, wie unsere Mannschaft mit diesem Sieg umgegangen ist, wie sie mit den Brasilianern umgegangen ist. Sie hat den Jungs auf die Beine geholfen. Wir haben uns vielleicht sogar gefreut, dass Brasilien noch das Ehrentor gemacht hat. Mesut Özil hätte es 8:0 machen müssen. Wir haben dann das 7:1 bekommen. Manuel Neuer war stinksauer, aber grundsätzlich war es dann trotzdem in Ordnung. Aber allein diese Bilder, wie wir mit diesem Sieg umgegangen sind, die sind bei mir haften geblieben. Und 7:1 ist natürlich der Wahnsinn. Und man hat ja gesehen, wie die Brasilianer das Turnier auch sehen. Die haben so viel Herz dabei gewesen. Und da tat es schon ein bisschen weh, auch wenn man vorm Spiel die Nationalhymne gehört hat, wie die gesungen haben, die ganzen Brasilianer. So laut hatte ich noch nie von einem Gegner die Nationalhymne singen hören. Und deswegen hatte man da schon auch sehr viel Mitgefühl. Mir wäre lieber gewesen, wir hätten 2:1 gewonnen, das wäre auch okay gewesen. Die anderen Nationen hatten herausragende Einzelspieler und wir hatten eine wunderbare Truppe, nicht von 11, nicht von 14 Spielern, sondern mit 23, mit einem tollen Trainerteam. Und es war eine Mannschaft. Direkt im Anschluss wurde dann Skirennfahrerin Maria Hüfel-Riesch zur Legende des Sports gekürt, wobei sich die dreifache Olympiasiegerin, die damit in die Fußstapfen von Franz Beckenbauer oder Michael Schumacher tritt, fast schon peinlich berührt zeigte, mit ihren erst 29 Jahren bereits als lebende Legende bezeichnet zu werden. Ich bin einfach wahnsinnig bewegt jetzt, Legende des Sports, auch wie du schon gesagt hast, im jungen Alter eher ungewöhnlich, aber ja, der Preis heißt nun mal so und ich bin sehr stolz und dankbar und glücklich, dass ich mich da jetzt dazu zählen darf zu dieser tollen Liste an Namen. Als Charity-Projekt des Jahres wurden die deutschen Dressurreiter und ihr Projekt Reiten gegen den Hunger ausgezeichnet. Manch einer tat sich im wahrsten Sinne des Wortes auch etwas schwer mit der überdimensionalen Auszeichnung in Pegasus-Form aus weißgoldenem Meißner Porzellan. Und während die einen den Abend eher ruhig ausklingen ließen, schwangen andere in dieser geschichtsträchtigen Nacht noch lange das Tanzbein.